Hoyerswerda und die ukrainische Stadt Pervomashki wollen in Zukunft enger zusammenarbeiten. Dazu haben beide Stadtoberhäupter Mikola Bakschiew und Thorsten Rubanzee eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieben. Ziel sei es vor allem, aus der Entwicklung von Hoyerswerda zu lernen und Lösungen in der ukrainischen Stadt Pervomashki zu übernehmen, so Bakschiew. Hoyerswerda habe viele Parallelen. Auch in der ukrainischen Stadt sorgte der Bau eines großen Kraftwerkes, hier einer Chemiefabrik, für großen Zuwachs. An ihrem Höhepunkt zählte die Stadt 40.000 Einwohner. Seit dem Zerfall der Sowjetunion und der Schließung der Fabrik befindet sich die Region auf einem absteigenden Ast. Bei dem Besuch der Delegation in Hoyerswerda vergangene Woche war Mikola Bakschiew unter anderem im Lausitzer Seenlandklinikum und bei der Wohnungsgesellschaft.